So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mit den Seelen, die ich habe, mal kurz zum McDuff soll. Ja, machen wir mal kurz McDuffs Werkstatt. Können wir nämlich das auch noch schnell erledigen. So. Davon hätte ich gerne genau 5. Ja. Passt doch. Damit kann ich jetzt einmal das Ding hier verstärken. Könnte theoretisch die beiden Sachen dann später noch verstärken. Ja, ich denke, die Investition war gut. Hallo, andere Spieler. So, für uns geht es jetzt erst einmal wieder in den Gatter, ins Loch. Ans obere Leuchtfeuer. Ein unteres gibt es übrigens nicht, soweit ich weiß. Außer es ist das unten in der Black Gulch. Das könnte das untere Leuchtfeuer sein. Können wir gleich kurz mal gucken. Nein, das ist der Mund der schwarzen Schlucht. So, wir schnappen uns Fackel. Wie immer. Spießen den mal ordentlich auf. Der hat überhaupt schon mal ein giftiges Wurfmesser. Wir müssen da runter übrigens. Hey Leute. So, ein bisschen vorsichtig sein. Und ja, wir können eigentlich theoretisch schon hier runter. So, jetzt stehen die Jungs wieder auf. Du keine Lust? Doch, du auch. So. Jetzt müssen wir nur darüber springen und sind da, wo wir hinwollen. So, alle Verfolger können uns egal sein. So, die spucken in diese Richtung. Und genau, von der Seite spuckt auch etwas. Wow. Sehr viel sogar. Ja gut, vergiftet können wir mal kurz aushalten. Zwei Heilsteine einwerfen. Und hier alles einfach zertrümmern. Wow. Noch jemand? Nein, gut. Weil ich will eigentlich nur an das hier ran. Jo. Havels Ausrüstung. Und mit der können wir uns zum Leuchtfeuer zurückverziehen und hätten schon mal das Ende auch abgeschlossen. So. So, gucken wir gleich mal in die Gegenstandskiste. Kann hier eigentlich noch was weg? Die Augen können weg. Die Riesenseele, die habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Die Seele eines Riesens, der Dragonlick erobern wollte. Wird der Tod den Zorn der Riesen für den König besänftigen? Oder wird er ihn nur noch stärken? Ja, das ist endlich mal ein bisschen Background Story an der Stelle. Wir hatten ja nicht wirklich viel Background Story bis jetzt, muss ich ehrlich zugeben, dafür, dass das eine Story ist eigentlich.
Bastardschwert habe ich schon. Den Schwarzskorpionstecher können wir abgeben. Kettenbrecher und so weiter haben wir schon. Gucken wir uns mal kurz die an. Hexenbaumzweig. Zweig eines wandernden Hexenbaums. Ein Schleuger für Zauber und Hexereien. Wird mittlerweile als Waffe verwendet. War jedoch ursprünglich ein Teil eines Hexenbaums. Ja, sehr schön. Und die Hexenbaumglocke. Hexenbaumglockenreben, die inmitten alter Pflanzen wächst. Ein Beschleuniger für Wunder und Hexereien. Verschossene Kleriker entwickelten dies als alternativen Beschleuniger für das Wirken von Wunder. Die meisten ihres Status beraubten Kleriker sind Tunichtgute, doch unter ihnen gibt es mächtige Zauberwirker, die der herrschenden Ordnung gefährlich werden konnten. Ein echter Beschleuniger ist die Glockenrebe zwar nicht, aber trotzdem ist sie recht mächtig. Ja. So, Info verbergen. Dann hätten wir hier das Schild des bösen Auges. Ne, das Großschild Rebellenschild. Das Schild des bösen Auges hatten wir ja. Schild des Rebellen Wame. Wame und Wedstart waren bekannt als die linke und rechte Hand des Königs, bis sie in Streit gerieten und Wame als Verräter betrachtet wurde. Der schwarze Rabe wird zwar gemeinhin als der Bote des Todes verachtet, doch war er Wames Lieblingsvogel. Ja, Wedstart, das wird nachher auch noch kommen. Auf was auf uns zukommen. Oh. Vorsicht, Spoilergefahr. Den Ring der Riesen, den wir doppelt haben, können wir ablegen. Das können wir mal ablegen. Hier will ich erstmal nichts ablegen. Ich könnte theoretisch mit dem ganzen Brocken meinen Speer mal auf Maximum bringen. Das wäre keine schlechte Idee, bevor wir nach Dragonlick reingehen. Gucken wir uns aber mal das Schild von Havlam. Ein durch Meißelarbeiten aus einem riesigen Felsbrocken gefertigter Schild. Dieser enorm robuste Schild bietet zaghafte Verteidigung, ist allerdings auch sehr schwer. Wie schwer der Schild ist, erkennt man auch daran, dass sein Träger in einer Schlacht nicht fliehen kann, ehe er oder sein Kontrahent den Tod gefunden haben. Ja, so ungefähr der ähnliche Text wie bei Havels Schild aus dem ersten Teil. Und Havels Rüstung. Eine Rüstung, die den Eindruck macht, als wäre sie aus einem riesigen Felsbrocken gefertigt. Mit dem herausragenden Schutz hat dafür jedoch auch enormes Gewicht. Wo der Havel herstammt, ist nicht eindeutig geklärt. Einige halten es für den Namen eines Kriegers, der sie trug. Andere denken, es war der Name eines großen, in einem barbarischen Krieg untergegangenen Königreichs. Tja, nur wir als Spieler und Zuschauer natürlich kennen die Wahrheit. Über Havel den Felsen. So, das müsste eigentlich alles gewesen sein. Wir können erstmal nach Majula zurückkehren. Und ja, da ich hauptsächlich den Heidespeer benutze, werde ich auch den erstmal auf Maximum upgraden. Verstärken will ich aber jetzt erst einmal. Handschuhe oder Helm? Handschuhe machen 3 besser, Helm macht 4 besser, also Helm. So, und jetzt kommt als letzter Akt erst einmal Lichtensteinbucht Zeldora. Lichtensteinbucht Zeldora. Wobei ich jetzt gerade zugeben muss, dass ich den englischen Titel nicht auswendig kenne von diesem Gebiet. So, erstmal du weg. Dann kommen mir hier jetzt gleich wieder die hier auf den Kopf gefallen. So. Dann du weg. So, dann können wir hier einfach rüberrutschen. Ja, Pate hat sich mittlerweile verkrümelt, nachdem er uns nochmal ausgelacht hat durch seine Falle. Ich höre immer noch eine Titanit-Echse hier funkeln und rascheln. Von der will ich aber nicht großartig was.
Ich will eigentlich in erster Linie nur hier rüber. Gucken, was von hinten kommt. Und genau diesen Angriff meine ich, der ist böse vor den Viechern. Falls ich es noch nicht erwähnt hatte in der Zwischenzeit. Wenn ich zu nah dran gestanden wäre, hätte er mich noch erwischt. So, von hinten kein Gespinne. So, jetzt kommen sie. Und ja, die Bergarbeiter ignoriere ich dieses Mal einfach. So. Das war schon mal ganz okay. Dich jedoch will ich nicht ignorieren. Du könntest nämlich böse sein. Ja, auch wenn wir einen mächtigen Schild tragen, sind wir immer noch mehr oder mehr ein Dexter. Oh, ihr droppt manchmal Menschenbilder. Hatte ich ganz vergessen. Hier ist noch so eine Flammensäule. Die hatte ich, glaube ich, auch übersehen. Habe ich eigentlich die hier hinten angezündet? Ja. Die hier hatte ich angezündet. Gut. So, fehlst noch du hier oben. Komm mal bitte runter. So, und jetzt kommt ein ziemlich garstiger Raum. Na kommt schon, ich weiß, dass ihr da seid. Ja, genau, ich hab dich doch gehört. Ja. Oh, und ich bin falsch. Das war noch nicht alles. Das glaube ich euch nicht, dass das alles gewesen sein soll. Ich kenne nämlich diesen Raum. Hier kommen normalerweise schier endlos Spinnen. Großschwert, großer Feuerball, ja. Ernsthaft? Oder war das im Original Dark Souls 2, so dass hier Dutzende von Spinnen kamen? Versucht Trost Skelett, ja. Ist sehr hilfreich. So. Das war das letzte offene Ende. Wir haben eingesagt, auf jeden Fall das Großschwert des Schwarzen Ritters, also das Ultraschwert. Ultra-Großschwert des Ritters. Eines der Ritter, die vor langer vergessener Zeit im Gebiet des Lichts dienten. Selbst als ihr Fleisch von Flammen versenkt war. Ja, das kennen wir schon, den Text. Dann hätten wir natürlich noch einen Feuersamen. Jetzt hätten wir wieder zwei, um die Feuerhand zu verbessern. Sie schon mal auf plus 5 zu bringen. Und halt den großen Feuerballzauber, den wir allerdings nicht so nötig bräuchten. Also kommt das mal weg und das mal weg. Obwohl, das ist das Großschwert.
Ja, toll, das ist ein großes Schwert und das ist ein großes Schwert des Schwarzen Ritters. Eigentlich ist das hier das Drachentöterschwert oder wie es, oder Dämonentöterschwert. Und dann haben wir ja, glaube ich, noch irgendwo schon die Helebarde des Schwarzen Ritters. Jo. Genau, da steht auch nur derselbe Text. Dich können wir mal wegpacken als Erinnerungsstück. So, dann reise ich jetzt mal kurz in die untere Lichtsteinbucht. Und versuche wieder meine typische Viertelstunde PV Koop zu machen.